Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich drauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir zusammen hier ja etwas ganz Besonderes starten werden. Denn es ist eine kleine Challenge, die ich jetzt hier gefunden habe bei Twitter und die ich natürlich entsprechend auch ausprobieren möchte. Es ist eine Bau-Challenge, das heißt, es ist natürlich genau das Richtige für mich, denn ich fühle mich eben ja im Baumodus am wohlsten. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, probierst du die tatsächlich auch mal aus. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere da vielleicht schon von gehört hat. SimGuru Frost, das ist ja der Global Community Manager von EA, genau, der hat die YouTuberin Lil Simsy herausgefordert, ein Haus zu bauen, was ja eben nur einen bestimmten Betrag haben darf, was bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, also eine Bau-Challenge. So. Und ich habe mir natürlich gedacht, komm, die probierst du jetzt auch mal aus, das machst du. Es ist ja nur ein kleines Haus, deswegen kannst du es auch schnell mal eben machen, mehr oder weniger. Und das ist dann jetzt hier sozusagen das Endergebnis davon. Die Regeln davon sind gar nicht mal so schwer, denn es gibt auch gar nicht so viele Regeln. Aber diese Regeln haben es ein bisschen in sich tatsächlich. Es ist eine Challenge, wofür man nicht unbedingt die Sims 4 Tiny Living braucht, aber dafür so ein bisschen konzipiert ist, mehr oder weniger. Die Aufgabe ist, um es kurz zu sagen, ein Tiny House zu bauen für eine dreiköpfige Familie. Das heißt, entsprechend zwei erwachsene Sims und ein Kind sollen in diesem Tiny House Platz haben. Das Ganze soll nicht mehr als 32 Fliesen haben, das Haus. Also die kleinste Kategorie von den möglichen Tiny Häusern. Es gibt ja drei verschiedene Kategorien für ein Tiny House. Entsprechend bis 32 Fliesen ist das Micro House oder Mikro House. Bis 64 Fliesen ist dann das Mini House und bis 100 Fliesen das kleine Haus. Und es sollen hier tatsächlich nur 32 Fliesen verbaut werden. Genau, das ist so die Aufgabe davon. Zu den Regeln. Also, ich habe schon gesagt, 32 Fliesen, es müssen drei Sims hier Platz haben. Es darf maximal 12.000 Simoleons betragen. Das heißt also, wenn ihr eure Familie hier draufsetzt, macht mit Money 0, Quatsch, mit Money 12.000, das Geld eben auf den Betrag, den ihr maximal zur Verfügung habt. Und die letzte Restriktion davon ist, ihr dürft den Move Objects Cheat nicht benutzen. Das ist natürlich für mich besonders schwierig, denn ja, ich mag den ganz gerne, vor allem wenn man eben so viel Schnickschnack und Kleinkram irgendwo hinstellen möchte. Ja, dann ist das natürlich besonders toll, wenn man den benutzen kann. Natürlich ist es auch mal ganz gut, dass man so ein paar Objekte zusammenschieben kann, um Platz zu sparen. Den darf man hier nicht benutzen. Das heißt, alle Objekte müssen irgendwie auf das Gitternetz einrasten. Ja, genau. Sonst gilt die Challenge eben nicht. Das sind die Regeln. Ich schreibe sie euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Schaut da sehr gerne auch mal rein. Dort findet ihr auch alle Links zu mir, zu Social Media, so rum. Und natürlich auch, zu Social Media, so rum, genau. das ist sozusagen das, was heute passieren wird. Das Haus ist auch schon so ein bisschen gebaut. Wir sind hier nicht in den üblichen Nachbarschaften, wo ich sonst immer baue, sondern ich habe immer gedacht, ich baue in Strangerville. Da bin ich relativ selten vertreten, deswegen habe ich mir gedacht, komm, jetzt für dieses kleine Haus kannst du es mal machen. Und wir haben uns hier so ein kleines Grundstück ausgesucht in der Nähe der Stadt. Was ich auch ganz süß finde, weil wir haben hier so ein bisschen diesen Übergang von Wüste zum grünen Gras hin. Das fand ich ganz cool. Und die Architektur ist ein bisschen moderner diesmal. Ich würde sagen modern, ja, doch, kann man schon so sagen. Ich habe diese tolle Betonwand mit diesen Punkten noch mit da drin. Habe ich jetzt letztens bei einem YouTuber gesehen, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, wie er heißt. Da hat er ein Haus gebaut, was diese Wand hatte, und ich habe mich dumm und dusselig gesucht nach dieser Wand. Ich fand die so toll, bis ich sie dann endlich gefunden habe. Und ja, das ganze Haus ist so ein bisschen moderner, wie gesagt, gehalten in diesem Betonstil. Finde ich ganz interessant, weil es so ein bisschen so ein leichter Bruch ist zu dem, wie es sonst außenrum aussieht, natürlich auch in Strangerville. Und Nach vorne hin hat man relativ wenige Fenster. Die großen Fenster gehen dann in den hinteren Bereich des Hauses raus. Also das fand ich auch recht interessant, dass man es eben auf diese Art und Weise löst.
Und ja, es gibt hier eigentlich auch alles, was entsprechend man zum Leben braucht. Das war ja auch so ein bisschen die Herausforderung oder die Aufgabe davon, ein voll benutzbares Haus zu erstellen. Das Einzige, was ich jetzt nicht hier drin habe, ist ein Schrank. Dafür hat das Geld dann irgendwie nicht gereicht, beziehungsweise habe ich zu viel Schnickschnack irgendwie so ein bisschen auch noch verbraucht, dass ich dann sagen könnte, okay, ich kann noch einen Schrank benutzen. Man hätte ihn noch dorthin stellen können natürlich, wenn man ein bisschen mehr auf das Budget geachtet hätte, mehr oder weniger. Ja, aber ich habe es eben nicht getan. Ich habe mir dann lieber noch eine Pflanze ins Zimmer gestellt und das fand ich dann eben schöner. Bei The Sims 4 ist es natürlich so, dass man den Schrank nicht unbedingt braucht. Mir fällt aber auch ein, ich habe keinen Spiegel platziert. Jo. Okay, gut. Aber wie gesagt, das Grundlegende ist tatsächlich jetzt hier im Haus vorhanden. Und da müssen eure Sims eben 1, 2, 3 Tage arbeiten, bevor sie sich einen Schrank leisten können oder einen Spiegel. Es ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung. Man kann es als Starterhaus sehen. Man muss natürlich ein bisschen arbeiten, damit man ja weiter in dem Haus leben kann oder das Ganze noch vergrößern kann, aufhübschen kann. Das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung dann vom Gameplay, mehr oder weniger. Tatsächlich. Genau. Ja, und dann ist das eigentlich soweit auch schon das, was jetzt hier im Haus tatsächlich drin ist, weil mehr Platz war ja auch gar nicht. Wir können nicht mehr bauen. Es ist tatsächlich doch relativ schwierig, muss ich sagen, ein Haus in dieser Größe zu bauen und dann nicht den Move Objects Cheat zu benutzen. Denn der macht einiges nochmal ein bisschen einfacher, vor allem eben auch, wenn man Deko platzieren möchte, ganz klar natürlich. Aber auch allgemein, wenn man dann so ein paar Objekte platziert, dann kann man das doch ein bisschen hübscher machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht häufig ohne diesen Cheat arbeiten. Also das ist bei mir mittlerweile funktioniert nicht. Funktioniert nicht mehr. Was mich zum Beispiel riesig gestört hat, ist, dass der Kühlschrank so weit vom Herd entfernt ist. Ich weiß nicht warum. Gut, es hat natürlich irgendwelche Gründe, dass die Sims dort vernünftig drankommen. Aber ich finde gerade das zum Beispiel, finde ich sowas von nervig, wenn der Kühlschrank zu weit irgendwo vom Herd entfernt steht. Wenn man es als Solitärkühlschrank, es gibt auch diese eigenständigen stehenden Kühlschränke, irgendwo hin platzieren würde, wo es besonders zur Geltung kommt, finde ich es toll, ist es gut. Aber jetzt hier zum Beispiel fand ich es ganz grausam, aber ich konnte es ja nicht ändern. Ich wollte es gerne, aber ich durfte es ja nicht. Ja, aber das ist nun mal die Challenge mehr oder weniger. So, und jetzt haben wir natürlich nur noch 121 Simoleons. Davon kann man sich jetzt nicht mehr viel leisten. Vor allem, wenn wir jetzt in den Garten reingehen, denn die Pflanzen sind gar nicht mal so günstig. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich die Debug-Pflanzen benutze. Die kosten natürlich alle 0 Simoleons. Und noch so ein paar andere Deko-Sachen auch aus dem Debug. Ich weiß nicht, da es offiziell jetzt keine richtigen Challenge-Regeln gab, im Großen und Ganzen, ob das erlaubt gewesen ist oder nicht, oder ob das irgendwie verboten ist oder nicht drüber nachgedacht wurde. Ich habe jetzt nichts dazu gesehen, dass man gesagt wurde, okay, du darfst den Debug-Menü nicht benutzen, weil ja eben alles 0 Simoleons kostet. Ich habe es jetzt gemacht. Falls ihr die Challenge nachspielt oder nachbaut, besser gesagt, könnt ihr es natürlich frei entscheiden, ob ihr es macht oder nicht. Ich fand es jetzt ganz gut, eben weil man das ganze Grundstück auch noch ein bisschen aufwerten kann, denn ansonsten wäre es doch relativ kahl geworden, denn beim besten Willen hätte ich wahrscheinlich nicht so viele Pflanzen und Zäune und Deko und sonstiges Gedöns hier noch draufstellen können. Das hätte vom Budget einfach absolut nicht gereicht, deswegen bin ich ganz froh, dass es die Sachen gibt. Und dass wir jetzt hier mit diesen 0 Simoleons tatsächlich arbeiten können. So ein paar Sachen habe ich überall rausgesucht. Hier natürlich die ganzen Kakteen aus Strangerville und so ein paar andere Pflanzen noch mit dazu versucht. Ich fand es auch ganz cool, wenn man jetzt hier hinten im hinteren Bereich ist. Dort haben wir den Turm von diesen Windrädern. Da ist zwar kein Windrad oben drauf, aber das ist nur der Turm, der noch so ein bisschen vorhanden ist. Und dieser Anhänger, dieser Trailer. Und da fand ich es ganz interessant, wenn man den so ein bisschen zubaut, also mit Pflanzen so ein bisschen zuwachsen lässt, nach dem Motto, ja, der wurde schon seit Jahren nicht mehr bewegt und der ist so ein bisschen von Pflanzen umwuchert worden, umwachsen worden und deswegen, ja, steht er da so in der Ecke rum. Fand ich ganz, ganz süß, die Idee. Ja, noch ein bisschen Wand. Dekoration hier mit diesem Stromkasten und den Rohren an der Seite. Auch da fand ich dann auch ganz cool, dass wir hier noch so ein paar Pflanzen natürlich hatten, die wir noch platzieren konnten. Die kommen gleich noch für die Wand. Und
ich war immer so auf der Suche nach Bodenpflanzen. Also es gibt ja so etwas größere Pflanzen, so wie so Gras, was man auf dem Boden platzieren kann. Manchmal findet man dann eben noch so ein paar neue Objekte, die dann ja überraschend dazukommen, wie zum Beispiel hier aus Jahreszeiten die Poster, die gemalt wurden. Passt natürlich sehr gut ins Kinderzimmer, weil sie eben auch so aussehen, als wären sie von Kindern gemalt worden. Oder ja, sie sind von Kindern gemalt worden, glaube ich. So im Spiel. Genau, hier kommen jetzt die Wandpflanzen noch mit daran, die natürlich auch 0 Simoleons kosten, also wesentlich günstiger als die tatsächlich im normalen Baumodus, ganz klar. Und ja, im Großen und Ganzen ist es das Haus auch schon geworden. Wie gesagt, ein kleines, schnelles Speedbuild, denn viel konnte man natürlich auch nicht einrichten, das war relativ schnell. Also ich habe genau für dieses Haus in Echtzeit, glaube ich, gut eine halbe Stunde gebraucht, wenn ich jetzt nicht mit einberechne, dass ich es vorher noch so ein bisschen schon mal geplant und vorgebaut habe und was ausprobiert habe. Dann waren es jetzt eine halbe Stunde, die ich tatsächlich in echter Zeit an diesem Haus gesessen habe. Und ja, das ist mein Endergebnis. Das gibt es jetzt auch in der Galerie natürlich unter der EAID Eistheritter. Dort findet ihr dieses Haus zum Herunterladen. Das heißt, eure Sims können dort auch jetzt schon einziehen. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Lasst mir gerne Kommentare da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns in einer der nächsten Folgen, wenn es hier weitergeht. Ich freue mich drauf. Bis dann erstmal. Tschüss.